Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Ich bin Blink von Intoxicated und wir spielen einen Majora's Mask Randomizer. Wem das jetzt gerade nichts sagt, ach schaut mal, der Titel ist sogar auch aktualisiert. Wem das jetzt nichts sagt, kein Problem. Wem es etwas sagt, freu dich drauf, wird lustig. Ich sagte ja, ich hab mal wieder, wir sind natürlich Blink. Ich hab mal wieder ein bisschen Lust auf Retro und so ein Randomizer erhöht wieder Spielwert von gerade sowas wie Zelda und gerade das Zelda Majora's Mask sehr. Es könnte die klitzekleine Möglichkeit geben, dass wir uns softlocken. Wenn ja, dann müssen wir einfach mal schauen. Der Randomizer überspringt. Ja, der Randomizer überspringt diese ganze Intro-Horror-Kit und vor allem Deku-Sache. Wir spielen als der erwachsene Link, weil cool. Und dieses mit der schwarzen Rüstung muss ich jetzt nicht erklären, oder? So, den Randomizer erkläre ich Learning by Doing. Also, folgendes. Das Ding würfelt alle Items, inklusive Herzteile, vollkommen durcheinander. Falls ihr an sowas interessiert seid, ich habe euch die Einstellungen und meine Seed in die Beschreibung gepackt. Und wir gehen jetzt nochmal kurz durch, was ich genau getan habe. Ich habe den Warp-Song, Song of Soaring, das Lied der Schwingen, habe ich da gelassen, wo es ist. Die Steine können uns Tipps geben, wenn wir Bock darauf haben. Wir müssen sie ja nicht benutzen. Also die Gossip Stones, die Sheikah-Steine. Ansonsten habe ich so ziemlich alles geändert an Items. Also Herzteile sind mit Items vertauscht, Geldkisten sind mit anderem Shit vertauscht, das ist alles im Pool. Was ich nicht gemacht habe, sind Item-Locations wie kleine Schlüssel, Boss-Key, Karte und Kompass. Das Item des Dungeons, also der Bogen und die drei verschiedenen Pfeilsorten, im Pool. Die Lieder selbst sonst sind gerandomized und was ich nicht gemacht habe, weil das könnte uns ziemlich einen Strich durch die Rechnung machen, sind Flaschen-Items, Käfer und sonstiges. Aber es gibt Sachen wie Nachtschwärmer oder die Deko-Prinzessin, die wir definitiv nicht ausgetauscht haben wollen, weil sonst macht uns das ein paar Quests kaputt. Ansonsten merke ich gerade, dass ich gelabert habe und Zeit vergeudet habe. Unsere Fee ist natürlich auch schwarz. Wir rennen nicht mit Taya durch die Gegend, sondern mit Teil. Mit der großen Fee können wir jetzt nichts anfangen. Die große Fee reagiert nicht auf unsere jetzige Gestalt, sondern um ein Item von der freizuschalten, müssen wir quasi dann als Deko hin. Weil der Randomizer, um das hier möglich zu machen, uns getauscht hat mit dem Laubkerl. Also, dass der den normalen Link getauscht hat mit dem Laubkerl. Ist in dem sonstigen Spiel vollkommen egal, aber no. Bevor ich hier jetzt weiter planlos durch die Gegend renne, erstmal du. Cutscenes sind abgekürzt. Die meisten würden mit dem erwachsenen Link wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Text ist beschleunigt. Und wir haben, ich meine, okay, wir haben jetzt das da. Und unsere Ocarina haben wir auch. Und unser Free, es gibt ein Free-Item. Weil das ganze Zeug geskippt worden ist mit, wir kriegen die Dekuschale. Deswegen kriegen wir ein Free-Item. Das ist der Captain's Hat und das ist ziemlich scheiße. Leider. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt Random-Kisten knacken. Solange bis wir... Oh, da ist schon offen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Du gibst uns nämlich normalerweise einen Schlüssel. Hi! Ja, ich habe, ja, und ich habe, und ich habe, ich habe eine Kann ich dir nicht erzählen, dass ich eine Reservierung habe? Warum kann ich dir nicht erzählen, dass ich eine Reservierung habe? Warum nicht? Moment. Ich wollte da unten hin. Ich wollte zum Klo. Da wir jetzt ein Stück Papier bekommen haben. Du kommst nur nachts daraus, oder? Ach, Dreck, aber verdammte Scheiße. Omi. Moment, nicht Omi. Ich glaube, der Gorone hier nicht reingelatscht. Und habe ich die Reservierung nicht erst ab 10 Uhr oder um 10 Uhr? Moment. Ja. 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 Fick dich. Okay. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir aus jedem
erdenklichen Kram, wo wir normalerweise auch Schrott rausbekommen könnten. Wie zum Beispiel dein Herzteil. 2 Stunden können wir schon wach bleiben. Der Karneval, ja, Kramgedöns, ja, kennen wir alles. Was? Er hat's trotzdem verkackt? Ernsthaft? Okay, wir haben 2 Stunden geskippt, aber okay. Wir kriegen... Okay. Er schläft auch so ein. Also er schläft auch bei der kleinen Story ein. Hatte ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dreck! Okay. Dann holen wir uns dort oben eine Kiste. Das Dumme ist, wir bräuchten halt irgendwas. Also Bogen, Enterhaken, egal welcher Scheiß. Wir brauchen irgendwas. Das ist mir nämlich am liebsten. Um bei den Bombern da diesen Ballon vom Himmel zu holen. Und Tingle. Weil Tingle verkauft uns 2 Karten, die halt auch alles Mögliche sein können. Okay. Achso, bevor ich das vergesse. Ich habe beschlossen, falls, ich meine, wenn hier nur 2 Leute zugucken, bringt's nichts. Aber ich habe beschlossen, falls wir hier mit dem Projekt die nötigen mal wieder ein bisschen frischen Wind in den Kanal bringen. Also Views und Comments und hast du nicht gesehen and shit hinkriegen. Was hast du für mich? Was hast du für mich? Dann werde ich hier ein kleines Gewinnspiel starten. Wenn besagtes Ziel erreicht ist. Ja, natürlich. Wenn besagtes Ziel erreicht ist, dann kriegen wir Geld. Hoffentlich. Dann werde ich dazu aber ein separates Video machen. Das heißt, ich werde es nicht in einem dieser Videos hier irgendwo ankündigen, tun, machen. Hast du nicht gesehen. Nur damit dann hinterher alles im Sande verläuft. Sondern nein, ich werde ein separates Video machen für eine kleine Verlosung. Okay? Dazu müsst ihr hier aber auch genug Spaß dran haben, ansonsten bringt das alles ja nichts. So, ja, gut. Die Fee gibt uns nur... Ja, das ist doof. Die Fee gibt uns nur Magie. Ach so, ha, by the way. Das zusätzlicher Fun Fact. Lass uns das erstmal... Das ist gut zu wissen für schnelles Geld machen, aber bringt uns gerade einen Scheiß. Fun Fact, ich habe mir doch tatsächlich einen N64-Controller bei Amazon besorgt. Mit dem USB-Anschluss sind die gar nicht so teuer. Ohne Scheiß. Also ich glaube, ich habe jetzt für 2 Stück 10er bezahlt. Aber ich hatte, wenn dann Oldschool, hatte ich Bock auf richtig Oldschool. Mit der Kohle, die wir jetzt haben, gut, scheiß auf den 50er, aber gehen wir doch einfach mal in den Bombenshop. Ja, haha. Wenn wir die größere Bombentasche aus irgendeinem Grund bekommen sollten. Hi. Okay, die zählt zu Shop-Items. Aber wenigstens haben wir Bomben. Die Shop-Items habe ich auch nicht gerandomized. Weil, ganz im Ernst, das wäre wiederum zu einfach. Dann könnten wir uns nämlich einen verdammten Deku-Stab kaufen. Beziehungsweise dann hätten wir jetzt gerade Bomben, Krabbelminen, Bombentasche und da drin, glaube ich, auch nochmal 4 Items könnten wir uns kaufen für, und dann hätten wir, ne? Ihr wisst, was ich meine. Du, mein Freund, kriegst jetzt erstmal Geld von mir, falls ich nochmal so eine Wundertruhe finde. Yes. Dunk. Das habe ich nie verstanden, als ich klein war. Aber der haut einem halt so ein... Das soll... Er sagt ja Tinte, bla. Er haut einem wirklich so einen Stempel auf den Kopf. So, jetzt gucken wir mal. Oder habe ich gerade zu viel Geld abgegeben? Ah, don't know. Da oben kommen wir leider noch nicht dran. Die ganzen Minispiele hier. Bomben, ja, kein Problem. Da, jener Gorone. Dem will ich die Reservierung wegschnappen. Ich versuche jetzt nochmal mit der Dings zu labern. Hi.
Ja. Ja. Ah, Mist. Habe ich dich das schon mal gefragt? Ich weiß es nicht. Ah, Kacke. Dann habe ich das wohl verkackt für heute. Weil da wäre... Okay, vergiss es. Da wäre zwar auch eine Kiste drin gewesen, aber die hätte mir definitiv nicht den Schlüssel gegeben. Da hinten ist nichts drin. Gäh. Das stellt sich gerade... Die Seed ist... Also nachts können wir noch ein paar Sachen kriegen. Wir können Camaros Maske schon abstauben. Wir können... Also den Slot für Camaros Maske können wir schon abstauben. Wir können... Die Bremer Maske können wir... Warum haben wir verfickt nochmal zwei Sonnen? Zwei und zwei halbe. Okay, aber was mache ich? Das ist auch so. Passt schon, okay. Ich habe ein Schwert, guter Sir, und du gehst mir auf den Sack. Wir können Camaros Maske abstauben nach des Nachts ab 12. Aber wenn, ja, die ganzen, wie gesagt, die ganzen Minispiele, gerade mit dem Bogen gehen die erst. Nein, dazu fehlt uns das Geld. Mies. Ich mache halt zuerst trotzdem immer gerne diese ganze Kacke mit den Bombern. Weil wir dafür... Hi. Ja, die will ich. Wow. Ja, die sind normal. Weil wir dafür halt eigentlich für den Anfang recht viel bekommen. Weil wir die Mondträne wird ersetzt, das Herzteil von dem Deko-Händler, der dann dieses eine Loch besucht, wird natürlich ersetzt. Und da können wir auch, ich glaube, für... Verkauft das uns für 50 Rubine, den Scheiß? Man weiß es nicht. So, Night of the First Day. Ja. Gut. Aber wo wir gerade schon mal hier sind... Oh. Und um, das habe ich vergessen. In der Nacht dieser dämliche Dieb, der die Alte überfällt. Ah, um wie viel Uhr war das nochmal? War das auch um 12? Das ist in der ersten Nacht. Hier. Du da. Ja, genau, du. Oh, wann macht er das nochmal? Macht er das auch um 12 oder um 8? Grrr, ich will es jetzt aber auch nicht verpassen. Ah, damn! Ja, das ist doof. Um hier quasi so richtig durchzuspeedrunnen, muss man echt viele Uhrzeiten auswendig kennen. Weil dann kann man im ersten Zirkel... Ach, damn. Dann kann man im ersten Zirkel eigentlich wirklich verdammt viel machen. Weil selten überschneiden sich die Uhrzeiten. Ich muss gestehen, ich bin zwar echt ein Zelda-Crack, aber... Schade. Das wäre schön gewesen. Ich bin zwar echt ein Zelda-Crack, aber das habe ich so... Das habe ich so nicht drauf. Kann ich da hoch? Klar kann ich da hoch. Ja gut, aber bringt uns nichts. Das ist das, das ist das Spiel mit den Deko-Pflanzen, wo man, wenn man es 3 Tage hintereinander schafft, ein Herzteil kriegt. Ich weiß nicht, ob die Belohnungen aus diesem Spiel, also die vorgehenden Geldbelohnungen, ob die auch gerandomized sind. Das Herzteil aber auf jeden Fall. Boah! Dieser Joystick ist der Wahnsinn. So, das dauert jetzt nicht lang. Um 8 war es nicht. Aber wenn es um 10 war, lohnt es sich nicht für 1,25 Stunden, ihr seht dort unten, hier nochmal rumzuhüpfen. Wenn es um 12 war, kein Problem an sich, aber dann verpassen wir Camaro. Wir müssen um 12 Uhr, müssen wir schon in der Ebene von Termina sein. Ansonsten,
also dann hat er seine Geist-Ich-Tauch-Auf-Animation, aber ansonsten taucht er nicht auf, wenn wir erst nach 12 Uhr in diese Ebene gehen. Das ist ein bisschen scheiße, so weit, leider, ja, doch, okay. An der Stelle, um euch nicht die Lust und Laune zu verderben, vielleicht ein paar mehr Infos oder ein bisschen Spoiler-Alert wegen diesem Gewinnspiel. Also die Leute, mit denen ich eh so schon ein bisschen geredet habe über das Projekt, die wissen's. Und ja, ich weiß, ein paar von euch gucken auch zu. Spoilert's nicht. Aber es wird auf jeden Fall was Zelda-Relatedes sein und es wird was 3D-gedrucktes sein. Guess what it could be. Aber ja, das war's soweit. Okay, um 10 Uhr war's halt leider auch nicht. Komm schon, dann halt um fucking 12 oder was. Damn it. Denn ich habe in letzter Zeit, ich habe echt einen ziemlichen Flash, was das angeht. Es kann daran liegen, dass der ganze Scheiß aus der E3, naja, erst auf sich warten lässt. Ja, aber doch, irgendwie, es muss mal wieder sein. Und gerade mit so einem Randomizer, nein, okay, dann ist es halt um 12, aber jetzt mach ne. Und wehe, die Alte gibt mir nichts Ordentliches. Also ich habe Seeds gesehen von Leuten, wo am Anfang so viel geiler Scheiß bei rumkam. Ich glaube, die Alte hat mir in meinem Test-Seed die Eispfeile gegeben. Aber es kann auch sein, dass sie euch das Gesicht der grimmigen Gottheit gibt. Habe ich bei einem Seed gesehen. Wo aber auch die meisten Kern-Items, der Typ war super lucky, die meisten Kern-Items waren irgendwo in Unruhstadt verteilt. Das war der Knaller. Also, please. Auch nicht. Wann kommt die Alte eigentlich? Was soll das? Jetzt muss ich mir überlegen. Ah. Da kommt sie. Ich hatte gerade irgendwie... Ich hatte eigentlich im Kopf, dass die... Oh, dieser Sound, den die macht. Wo ist er? Da. Dude. Boah, dieser Zahnstocher. Übrigens, ihr könnt das verkacken, falls ihr mit einem Pfeil auf den Jungen schießt oder ihn mit einer Bombe abwerft, explodiert die Beute auf ihm und mit ihm und dann gibt die Alte euch nichts. Ursprünglich gibt sie euch ja zumindest die One-Hit-Bomben-Maske. Also die verletzt einen selbst. Aber, beziehungsweise die meisten Leute denken sich auch so, warum? Erstens, wenn ihr euch mit dem Schild schützt und das Ding zum Explodieren bringt, könnt ihr es vermeiden. Because that's N64. Und, aber wir können den Schwerttrainer machen, oder? Können wir den Schwerttrainer machen? Wir können den Schwerttrainer machen. Hi! Der gibt euch eigentlich ein Herzteil. Aber, ja, Expert, gib mir. Er gibt euch eigentlich ein Herzteil, wenn ihr mit maximal... Genau. Sprungattacke gibt 3 Punkte. Actually... bringt euch dieses Minispiel auch bei... Fuck! Ernsthaft? Actually bringt euch dieses Minispiel auch bei, dass die Sprungattacke am meisten Schaden macht. Weil das ist nicht so Zelda ist ja nicht so fancy und sagt, jenes macht, keine Ahnung, 2, 3, 4.000 Damage, sondern... Du Lump! Ja, komm, nochmal. Nein! Ich gehe. Tschüss. Ich skippe das. Behalt den einen Rubin, ist mir egal. Boah, ist das schlimm. Hi. Also, ja, komm, Expert. So.
Aber ja, die Schadenswerte in Zelda sind alle einstellig. Boah, ist das lame. Und mit lame meine ich langsam, wirklich. Also, Anvisierung und dann, boah, haben wir gar nicht mehr gewohnt von modernen Spielen. Yeah! Jetzt habe ich gerade schon wieder Panik gekriegt. Alter! Nein! Boah, komm schon! Dude! Erstens ist es peinlich. Und zweitens ist es peinlich. Und drittens ist es echt frustrierend. Wenn er wirklich daneben springt, weil ich zu sehr Button mashe, bevor er sich wirklich zum Ziel dreht. Boah, Z-Targeting in Zelda N64. Wow. Komm schon, jetzt mal ganz entspannt. Aber diese winzige Schwertscheide, die da auf dem Rücken trägt. So! Ha! So, kriege ich jetzt was Tolles dafür? Echt jetzt? Shit. Was soll ich denn mit so viel Papier? Vor allem, es hat das andere ersetzt. Das sind, das, ne? Oh. Okay, das ist echt mies. Das ist echt schäbig. Vor allem, kacke, Mann. Ich werde trotzdem mal vorbeischauen bei Camaro. Aber ich fürchte sehr, dass das nichts wird. Doch! Echt jetzt? Huhuhuhu. Dann habe ich Scheiße erzählt wegen der Cutscene. Hi, Mann! Bevor du verschwindest. Song of Healing, wie ging der nochmal? Links, rechts, unten. Allein dafür, wegen den C-Knöpfen, wollte ich den Controller haben, ohne Scheiß. Dann kippt er mir wenigstens was. Das wird zwar nicht seine Maske sein, das heißt, wir können nicht zu den Tänzerinnen damit gehen, aber bitte, let it be good. Whatever. Okay, wir können sagen, wir haben das Herzteil zu den Mädels geskippt, aber... Das ist trotzdem derbe Scheiße. Mal gucken, ob wir die Dodongos fit kriegen. Das könnte jetzt echt schmerzhaft enden. Weil die machen wirklich Schaden. Also, wenn du hier mit drei Herzen ohne Herzschutz reingehst und nur mit deinem blöden Kokiri-Messer, dann, actually, können die wirklich Damage machen. Aber hier ist drin, gibt's eine Kiste. So, und wenn wir in fucking Unruhstadt mit unserem Scheiß nicht weiterkommen, so, den 50er da hinten, den, also, meine... Mein Instinkt sagt mir, nimm es, collecte es. Aber der hier wird auch einfallen lassen und dann ist unser scheiß Büdel einfach wieder fucking voll. Ehrlich gesagt, also bei meinem Testlauf habe ich's, hingekriegt, so viel scheiß Kohle in den Arsch geschoben zu bekommen, dass ich mir teilweise wirklich in den Hintern gebissen habe, bis ich den C, bis ich den dickeren Geldbeutel bekommen habe. Ich habe den 500er Geldbeutel zuerst bekommen. Wenn ihr danach den 200er Geldbeutel bekommt, dann wird der gedowngraded.
Ich hatte das Glück, dass ich den 500er aber in einer Kiste hatte, die sich mit jedem Tag resettet hat. Also mit jedem Reset auch mit resettet hat. Also war das dann zum Glück kein Ding. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, wir haben immer noch nichts. Wir können auch mit Bomben, können wir die Ballons nicht zum Platzen bringen. Das heißt, da fehlen uns drei Items. Unten im Bomberversteck gibt es eine Kiste. Wie gesagt, das Herzteil von dem Deko-Händler ist eins. Dann haben wir die Mondträne itself, ist auch ein Item. Ihr merkt, worauf das hinausläuft. Das sind verdammt viele Sachen, die am Anfang... Aber dazu braucht man ein Distanz-Item. Also Pfeil und Bogen wären natürlich super geil. Damit kommen wir fast überall hin. Die Deko-Schale, actually, ist die verdammt nützlich. Zumindest in Mobilität, wegen diesen blöden Blumen. Wir kommen nämlich nachts nicht in den Gasthof, weswegen wir dieses blöde Blatt Papier auch einfach nicht eintauschen können. Wir kommen nicht richtig voran im Sumpf, aber da ist der verfickte Song of Soaring, der uns halt eh mega mobil macht. Sei nett, komm schon. Normalerweise würde ich mich über Herzteile freuen. Normalerweise. Das heißt, also ja, das heißt, wir kommen im ersten Dungeon nicht richtig weiter, bis wir diese blöde Deko-Schale nicht haben. Wir können mit dem Enterhaken wäre uns eigentlich richtig was gegeben. Mit dem Enterhaken würden wir an verdammt viele Kisten kommen. Und wir hätten ein Distanz-Item für die Ballons. Ein Enterhaken am Anfang wäre richtig geil. Au! Fucking ein Herz von dem Ding. Und es dauert so ewig mit diesem Schranzschwert. Apropos Schwert, der Schmied ist, der Schmied ist auch, ja, also, ein bisschen geändert. Also wir können die anderen Schwerter, wir können die Schwerter finden, auch in solchen Kisten, geht. Und diese... Okay! Das ist cool. Aber es bringt mir jetzt so gar nichts. Ein Spiegelschild ist nur in Ikana richtig wichtig. Ansonsten sieht er nur cool aus. Fuck. 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 So langsam wird's schwer. Da habe ich jetzt gerade, ich habe einen richtig beschissenen Seed erwischt. Was habe ich denn da gemixt? Fuck. Das Herzteil da hinten kriegen wir auch nicht. Am Dings gibt's noch ein Herzteil. An der Mauer, an da hinten, an der Mauer zum fucking Meer, gibt's auch noch ein Herzteil. Bringt uns aber, also das ist dann, das liegt dann unter Wasser, das Ding. Shit. Jetzt wird's echt mies so langsam. Das ist gemein. Das mit Anju habe ich verkackt, das Item. Mann! Ganz im Ernst? Gerade? Gerade weiß ich nicht wirklich weiter? Die Bremer Maske
könnten wir uns vielleicht organisieren, wenn ich es hinkriege, wenn ich rausfinde, wann der Penner da sitzt. Was er gerade nicht tut. Die... Ja, aber du gibst uns nur... Die Alte gibt uns nur Magie, ich weiß es. Lass du mich hier mal raus? Danke. Hier das Ding von der Bremer Maske, wo der Musikant hockt. Wann hockt er da? Ach, hi Anjo. Das Minispiel mit dem Postboten können wir machen. 10 Sekunden abtimen. Wenn ich ihn richtig erwische. Aber wenn ich ihn nicht richtig erwische, der hat wenigstens, der Bekloppte hat ja einen Zeitplan. 2-3 p.m. Moment. Das ist doch voll in der Range. Wir haben noch nicht 3 p.m. Also wir haben noch nicht 15 Uhr. Die verdammte Lotterie. Boah, ich hoffe, dass da nichts drin ist. Ich hoffe, dass da nichts drin ist. Chance to buy, ja, 10 Rubine. 50 Rubine, it's only the first per... Was? Pick any three numbers and if those are picked, you'll win 50. Komm mal rein. Six o'clock to 11 o'clock. Okay. Alles klar. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding... Also, die Lotterie ist... Ich meine, ja, ich glaube, da gibt es ein Herzteil. Aber, what the fuck. Meinen die damit die Pause? Okay, Shop-Items sind nicht randomized. Das würde allerdings heißen, dass die... Open at 10 p.m. 22 Uhr. Das würde halt heißen, dass die, Oh, wow. Ich glaube, für die Pilotfolge ist das schon verdammt viel Überlänge. Der erste Circle... Ich habe überlegt, ob ich... Nee. Ich glaube, das guckt ihr euch nicht an. Okay, für die Pilotfolge Überlänge, kein Problem. Aber... Das ist leider, das haben wir momentan. Mehr ist es leider nicht. Ich hatte gehofft, es kommt mehr bei rum. Aber, wie gesagt, behaltet das Gewinnspiel bitte im Hinterkopf. Mehr verliere ich erstmal nicht drüber, bis hier ein paar Zahlen kommen. So viel wollte ich schon verlangen. Ansonsten könnt ihr immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Auch ohne Gewinnspiel, bitte. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Alright? Cool. Blank out.